Oh mein Gott, es ist endlich der Tag gekommen und ich dachte nicht, dass das irgendwann möglich sein wird. Endlich, zum ersten Mal in meinem Leben, habe ich eine Kooperation. Also, appreciate diesen Moment für mich. Ich bin dankbar. Mit wem ich die Kooperation habe, das seht ihr später. Um was es heute hier gehen wird in diesem Video, das seht ihr nach dem Intro. Ey! Wie ihr vielleicht schon im Titel gesehen habt und gelesen habt, ich werde heute zum ersten Mal veganes Fastfood ausprobieren. Oh ja, das wird was. Ich bin schon gespannt. Ich meine, ich denke jetzt nicht, dass es viel anders sein wird, aber einfach mal, um zu probieren, wie es schmeckt. Falls ihr mitbekommen habt oder auch nicht, ich shoppe in letzter Zeit sehr viel und sehr häufig auf meinem YouTube-Kanal. Also dachte sich Spark 7, sie kommen auf mich zu. Sie dachten sich, Alex, wir müssen dir von unserer neuen Funktion zeigen. Und ich habe davon noch gar nichts gewusst. Und ich denke, dass voll viele von euch das auch noch nicht wussten. Und zwar kann man mit dem Handy bezahlen. Lol. Ich gehe mich gleich mit einer Freundin treffen und danach probiere ich das erste Mal veganes Fastfood. Aber davor zeige ich euch mal, wie man das einstellen kann, dass man mit dem Handy bezahlt. Egal, ob du ein Android oder ein iPhone hast, es geht bei beiden Modellen. In meinem Fall muss ich bei meinem iPhone Apple Pay eingeben. Und dann kommt meine Wallet. Darauf habe ich mir die Spark 7 George App runtergeladen. Und dann drücke ich auf das Plus-Symbol und kann damit dann Apple Pay aktivieren. Fortfahren. Ihr seht schon, er hat meine Karte direkt erkannt und jetzt muss ich nur noch meinen Code anfügen. Ich habe das neue Update von iOS und mein Handy ist jetzt schwarz. Die Karte ist einfach auch schwarz. Finde ich ja richtig nice. Und nach der ganzen Geschichte, die literally gerade irgendwie 5 Sekunden gedauert hat, kann ich auch schon mit meinem Handy kontaktlos bezahlen. Lam! Wie gesagt, ich treffe mich jetzt mit Alyssa. Gehe dann mit ihr in die Stadt. Geh essen. Let's go! Gehen wir! Oh mein Gott, es ist so kalt draußen. Aber sowas von. Hi. So, ich bin jetzt in meinem zweiten Zuhause angekommen, aka Mariehilfer Straße. Ich bin dort 24/7, nein, 25/8. Wir werden jetzt zuerst zum Swing Kitchen gehen und dort das erste Mal vegan. Hast du schon mal? Nein, ich habe noch nie vegan gegessen. Halt, du hast kein veganes Fastfood gegessen. Alyssa. Übrigens habe ich herausgefunden, wie easy man eigentlich zahlen kann. Und zwar muss man einfach da zweimal auf die Seite klicken und dann kommt meine Bankomatkarte. Und dann kann ich es ans Lesegerät halten. Das war's. So easy ging einkaufen noch nie. Ja, das war's. Insta-Fotos? 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 Ich freue mich. Oh ja. Das Essen war lecker, schmeckt jetzt nicht viel anders. War nice, werde ich öfter machen. Nur das einzige Problem ist, dass es ein bisschen teuer war. Ich habe für 2 Süßkartoffeln, Pommes, für einen Burger und eine Cola habe ich 16 Euro gezahlt, also schon ein bisschen viel. Man gönnt sich ja nicht jeden Tag, es gibt sicher günstigere Alternativen. Nach der ganzen Experience waren wir dann noch shoppen, weil an dem Tag, wo wir das gefilmt haben, war es Halloween und Alyssa wollte sich ein Halloween-Outfit kaufen, last minute. Im Endeffekt habe ich mehr gekauft als sie. Alex hat sein Favorite gefunden heute. Ich wollte mir das kaufen für ein Weihnachtsvideo, aber ein bisschen teuer. Das da! Boah, ich werde mir sowas auch kaufen. Hello Friends. Peinlich. Also, ich bin die Alyssa. Ich bin eine alte Freundin von Alex. Wir kennen uns 3 Jahre. Ich habe auch mal YouTube gemacht. No. Vielleicht kennen mich eh ein paar. Ja, ich bin Alyssa halt. Oh, das Licht ist hier gerade urgeil. Ich hol mir jetzt einen Mantel. Ich weiß nicht. 150 Euro. Danke. Hä, bin ich blöd? Hab ich jetzt überhaupt gefilmt?
noch ein Versuch. Geworden. Im Endeffekt habe ich dann keinen Mantel gekauft, weil ich keinen guten gefunden habe. Der jetzt da war, der war mir zu klein, beziehungsweise ich war zu breit. Und ja, die anderen waren nicht so schön. Irgendwie habe ich gerade voll Bock auf Mäntel. Übrigens habe ich vergessen, das Ende zu drehen, also ist das hier das Ende. Wichtig. Wir sind so knapp vor den 3000 Abonnenten, also habt Ehre und abonniert mich da unten. Gebt mir einen Daumen nach oben und kommentiert in die Kommentare, ob mir Mäntel gut stehen oder nicht. Ich will mir dann keine Mäntel kaufen, wenn die mir nicht stehen. Also ja, ciao. Okay, nein, das war nicht mein Abschied. Na gut, Leute, dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder. Bye. Hat ihr das? Das war das Essel. Nein, ich war das nicht.